Hallo und herzlich willkommen zu Folge 149 von Elex. Eine Folge vor Folge 150. In Folge 150 geht's dann ab nach Ignadon. Und bei Folge 200 werden wir dann voraussichtlich uns dann auch einer Gemeinschaft anschließen. So meine Prognosen. Uff. Da haben wir direkt so einen Kollegen. Wollen wir mal probieren, ob das klappt? Mit Falk. Jetzt oder nie, ne? Falk, jetzt musst du mir gleich mal dein Können beweisen, ob es sich lohnt, dich mitzunehmen. Gut, dass wir übrigens das nochmal geskillt hatten, dass die in der Gruppe ein bisschen mehr Schaden machen, weil das wäre sonst äußerst nervtötend. So, probieren wir es mal aus. Falk, bist du bereit? Falk, sei bereit. Ich dachte, du hast einen Flammenwerfer dabei. Ja, der Nahkampf braucht es auch nicht gehen zu klauen. Also das kannst du ja im Nahkampf vollkommen vergessen. So, der Punkt ist, normalerweise sollte er seinen Flammenwerfer auspacken. Es war doch Falk. Eigentlich schon. Kann auch sein, dass die das jetzt irgendwie genervt haben und jetzt hat er halt nur noch ein Plasmagewehr dabei. Oder Falk. Flammenwerfer auspacken. Bitte. Da drüben. Nee, er hat ein Lasergewehr. Oder war es Arx? Nee, es dürfte Falk gewesen sein. Naja. Auf der anderen Seite ist es auch totlangweilig, wenn wir da zuschauen, wie der da gefühlt 5 Minuten auf ein Vieh einkloppt. Naja, gut, dann töten wir halt ein paar Raptoren und geben uns damit zufrieden. Mal die Schnauze. Immer diese Bergtrolle. Das Schlimme ist halt bei denen, juckt es mich halt extrem in die Finger, was sich da noch verbirgt bei denen. Tut mir leid, dass ich ein Stück zur Seite gelaufen bin, war keine Absicht. Ja, was ich sagen wollte, gerade so Unholde oder diese Bergtrolle oder sonstige Riesenviecher, interessiert es mich halt wirklich, was die denn beschützen. Oder was heißt beschützen? Also die gammeln ja meistens irgendwo rum. Und zum Beispiel, als wir den Dingen getötet haben, den Patron da, den dicken Kameraden, der ja nicht mal der allerdickste ist. Da gab es ja auch gut was zu holen. Ich glaube, eine Waffe Stufe 2 oder 3. Also die schon 2 oder 3 Mal verbessert wurde. Und das ist ja schon recht... Ja, doch... recht gut, was wir da finden können. Ne? Und deswegen kann ich mir vielleicht vorstellen, dass irgend so einer von diesen dicken Kloppern einen Kettensäbel Stufe 3 oder so beschützt. Was haben wir denn hier für Kollegen? Ach, guck mal an. Wühler, ey. Schön, die können wir auch mal umlegen. Warum auch nicht? Vielleicht finden wir jetzt noch ein paar Mutanten. Wenn es kein Zyklop ist, reg ich mich auch gar nicht so arg auf. Übrigens grandios, wie der Kollege einfach ignoriert, dass wir seinen Kumpel jetzt zersetzen. So... Zwei Wühler tot. Ich gehe mal UDP. Da drin waren wir noch nicht. 3 Gegner werden angezeigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch dann Gegner drin sind. Also vielleicht sind sie auch oben drauf auf dem Berg, aber... Wenn hier schon 2 Wühler den Eingang bewachen. Das riecht ja... förmlich nach... Halt, da liegt noch ein Becher. Jetzt habe ich sie eh schon angelockt. Na, was kommt da raus? Mutanten. Das ist aber auch eine äußerst ungenaue Umschreibung. Sind es jetzt Häscher oder Verlorene? Steht da einfach nur Mutant. Ich fasse es nicht. Wird es jetzt noch ein bisschen heller, bitte? Ein toter Berserker, okay. Das stinkt ja auch wieder förmlich eigentlich nach einer Quest, ne?
Mal stehlen. Wieso denn stehlen? Hier ist doch keine Sau. Boah, ich sehe, die sieht null. Ich brauche meine Magnesiumfackeln. Ja, wo war das bei Werkzeuge, ne? Genau. Das geht ja gar nicht klar, dass man hier nichts sieht. Hier liegt Baldwin, der ist tot. Und da ist eine Truhe. Kann natürlich auch gut sein, dass das hier einfach so eine verlorene Gegend ist quasi. Sprich, hier war mal jemand, der ist gestorben. Wir haben auch jetzt mitbekommen, durch was? Hallo, ich will... Was soll der Käse? Ich habe doch auf die scheiße Magnesiumfackel gedrückt. Danke. Geht auch. Und naja, kann halt gut sein, dass wir das irgendwie berichten können. Oder das ist einfach nur so eine Gegend, wo man quasi ein bisschen was mitgehen lassen kann. Ganz viel Besteck zum Beispiel. Kneipengeschichten 1. Oder man findet einfach sowas. Und Kneipengeschichten 2. Kann man einfach ein bisschen was lesen. In einem, der Sinn danach ist. Kneipengeschichten 3. Der Punkt ist... Wieso ist denn das verboten? Hier ist doch keine Sau. Wer soll das interessieren? Geh weg, Falk. Ist doch noch Elixir, das sehe ich doch. So. So, sowas hier? Nein. Vielleicht wird die Bar hier auch wieder aufgenommen. Dass hier irgendeiner den Betrieb übernimmt, das kann ja sein. Auge eines Zyklopen ist locker was wert. Viel Schnaps, das ist sehr gut. Das ist äußerst gut. Dass wir ein bisschen Kram mitnehmen können. Werden wir nämlich früher oder später auch brauchen. Wenn wir dann wieder Elex-Tränke herstellen werden. Da ist nochmal Schnaps, sehr gut. Dann würde ich sagen, lesen wir mal hinein, ne, in die Kneipengeschichten. Schnuppern wir da mal rein. Kneipengeschichten 1, 2 und 3. Das ist übrigens die geheime Taverne. Warum, weiß ich nicht. In Xarkor ist es einfach bitterkalt. Man vergisst sogar, wie es ist, warm zu sein. Als würde die Kälte bis in dein innerstes Zähne und sich dort festsetzen. Aber wir hatten eine Aufgabe. Ein Scheitern erschien uns unmöglich, denn zu viel stand auf dem Spiel. Wir waren hochmütig geworden, weil die Weltenherzen so viel Erfolg brachten. Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Nur einer der Setzlinge hat die Reise überhaupt überlebt. Wir haben es sogar geschafft, unser Lager zu errichten und die Menge Elix ließ ihn gedeihen. Natürlich blieb es nicht lange unentdeckt. Die Alps kamen. Sie werden nicht umsonst flüsternd und hinter vorgehaltener Hand als die weißen Magier bezeichnet. Ja, das ist doch Saruman. Ach, halt, der ist ein Zauberer. Die Macht, die das Elix ihnen verleiht, ist erschreckend und sogar unsere erfahrensten Krieger hatten ihnen wenig entgegenzusetzen. Ich bin nur knapp entkommen. Scheitern vor Xarkor. So ist quasi die, so heißt die erste Geschichte. Die zweite ist die Entdeckung des Mana. Mein Großvater erzählte mir gerne von der Welt, bevor wir das Mana entdeckten. Edan war sehr viel unfruchtbarer und die spärliche Vegetation kämpfte um das Überleben. Erst mit den Setzlingen und dem Mana blühte Edan in der Schönheit auf, die wir heute kennen. Elex bringt nur den Tod, aber das Mana fördert das Leben. Genau deswegen ist unsere Arbeit hier draußen so wichtig. Sollten wir einmal den Mut verlieren, müssen wir nur an den Sinn unserer Mission denken. Die Welt sollte so erblühen dürfen wie Edan. Ist richtig. Und die dritte Geschichte? Die Sage von Erik Eisenfaust. Heißer Wind fegte ihm ins Gesicht und brachte die Gluthitze der Vulkane. Beim Anblick der kalten Stahlkolosse geriet er nicht ins Wanken. Nie waren sie besiegt worden. Ihnen verdankten die Kleriker ihre Macht. Mit diesen Todbringern setzten sie seit dem Fall der alten Welt die Gesetze ihres grausamen Gottes durch. Aber an diesem Tag zeigte ihnen Erik Eisenfaust die Macht des Manas. Er war allein, verlassen von seinen Kameraden, die entweder geflohen oder den Kolossen zum Opfer gefallen waren. Mit dem Mut der Verzweiflung stellte er sich ihnen im Kampf. Seine Chancen schienen gering. Doch der menschliche Geist wird gerade in der Not stark. Furcht und Tapferkeit kämpften um die Vorherrschaft in seinem Herzen. Da ging ein Ruck durch seinen Leib. Ehe er sich versah, wandelte sein Körper sich. Seine Haut wurde undurchdringlicher als jeder Panzer und seine Hände wandelten sich in die tödlichsten Waffen. Selbst die Blechmaschinen hatten dieser Urgewalt nichts entgegenzusetzen. So errang er alleine den Sieg. Interessant, und dann haben wir noch irgendwas gefunden, ne? Aushangzettel.
Jeder, der hier Unterschlupf sucht, muss eine Geschichte hinterlassen. Keine Prügeleien oder Pöbeleien. Wer hier verweilt, muss mindestens ein Bier trinken. Elex ist tabu. Alles, was hier passiert, bleibt doch hier. Wie gesagt, kann gut sein, dass das von Mutanten und Alps dann geräumt wurde, der Laden. Zwangsräumung, würde ich vermuten. Und dann, ja, hat sich das hier wohl auch geklärt. Aber schön, dass wir das hier entdeckt haben. Genau das meine ich auch. So, jetzt verschwind erstmal, du Scheißding. Kackfackel. Und genau solche Entdeckungen stärken immer wieder den Sinn an meinem Vorhaben, hier einfach die Gegend zu erkunden. Halt jetzt, hey! Hier geblieben! Blöde Sau. So. Jetzt sind wir allerdings wieder hier unten, ne? Bei Abessa City. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin ursprünglich. Sind wir ganz schön in den Süden gelatscht, kann das sein? Ui. Ah, es geht sogar. Naja, es geht sogar wirklich. Wir müssen allerdings jetzt weiter nördlich. Um die Banditen zu treffen, die uns damals noch auf die Fresse gegeben hatten. Und die jetzt bluten werden. Jetzt kommt er hoch. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, jetzt ist das. Ich hab doch Jetpack gedrückt. Ist das ein bisschen verkorkst hier in den Stein. Oh, was haben wir denn da für Kamerad? Ich möchte den nicht in so einem Drecksgebiet hier bekämpfen. Ja, jetzt können wir es vielleicht mal wagen. Weil der Punkt ist, hier kannst du weder laufen, springen noch das Jetpack benutzen, weil hier alles so zusammengeschissen scheint. Falk, bist du bereit? Schön, dass du das mir mitteilst. Das hätte ich sonst gar nicht vermutet. Junge, ist der weggeflogen eben. Und dreimal reines Elex. Sehr schön. Genau deswegen müssen wir die Mutanten auch knüppeln. Und wie ihr seht, ist hier auf jeden Fall noch Kram zu holen. Weil, war ja auch ein dicker Gegner, ne? Auch wenn jetzt die Ausbeute jetzt, naja, nicht ganz so der Bringer ist. Auch ein großer Heiltrank ganz nett ist. Ist irgendwo eine Felsasse. Die machen mich aggressiv. Ich muss sie töten. Alle. Dann haben wir hier drüben noch. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Moloch hier ein bisschen was zerlegt hat. An Menschen. Schön, dass hier einfach nur rohes Fleisch steht. Ne? Es kann ja alles sein. Dort gibt es erstmal menschliche Lungenflügel zum Mittagessen. Allerdings kann auch das eine Kostbarkeit sein. So, da oben haben wir wieder drei Gegner. Was sind das denn für drei Gegner? Sind das denn Banditen oder was? Der Punkt ist, den Weg hier haben wir noch gar nicht genommen, ne? Ich kenne die Gegend hier gar nicht so gut. Das dürften aber allerdings auch wieder Mutanten sein. Verlorene Häscher, sonst was, wie wir sie auch immer bezeichnen wollen. Das könnten Häscher sein. Glaube ich zumindest. Kann aber auch sein, dass ich denen einfach mal aus dem Weg gegangen bin, als wir das erste Mal waren. Okay, die heißen nur Mutant. So wie eben auch die anderen. Das war jetzt gerade sehr seltsam, dass unser guter Held sich einfach überhaupt keinen Zentimeter gerührt hat. Da werde ich aggressiv beim Zugucken. Was soll denn das? Ich drücke wie ein Wilder da rum. Und der macht nichts. Der macht gar nichts. Zieht er nicht ein. Hat er keine Zeit für, ich weiß es nicht. Da ist ein Häscher dabei. Guck mal, keine Gegner. Eigentlich. Eigentlich. Aber die Masse kann es machen. So, also wir sehen, die Berserker haben hier echt kein einfaches Los gehabt in Abessa. Das ist irgendwie, die wurden ganz schön vertrieben, haben gleich auf den Deckel bekommen. Ach du Heilige, die Armen. Aber, na, was soll ich sagen? Ich kann davon profitieren. Um es mal böse auszudrücken. Aber es ist irgendwie ganz cool gemacht, dass wir überall eben diese Siedlungen
finden dürfen und dann noch die Geschichte davon erfahren. So zu jeder kleinen, zu jedem kleinen Hinweis, der auch nur irgendwie auf Menschen oder Zivilisation hindeuten, wie jetzt hier dieses kleine Lager. Wir haben alle eine eigene Geschichte. Ja, manchmal sogar in Form von Literatur, ne? Kleine Notizzettel oder Bücher. Oder auch manchmal einfach nur Gegnerarten und Überbleibsel der einstigen Bewohner. Da kann man sich ja den Rest zusammenreimen. Aber hier hat auch niemand einen Namen. Das heißt, das hier wird wahrscheinlich auch zu keiner Quest gehören. Hier kann man einfach mal hingehen und aufräumen. Wie gesagt, sehr nett gemacht. Gefällt mir. Sind wir hier noch drin? Außer Öllampen, da müssen wir auch schon 200 von dabei haben. Genauso wie gute Teller und Löffel und Gabeln. Aber das Schöne ist ja an Piranha Bytes spielen, ne? Scimitar ist ja nicht limitiert, also kann man doch alles mitnehmen. Und wenn man mal Geldsorgen hätte, dann kann man schön alles verkaufen, was man an Scheißdreck mitgenommen hat. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ah, hier waren wir echt noch nicht bei diesen zwei Häusern. Naja, das sind ja quasi, ist ja quasi dieses Lager. Da würde ich sagen, wir gehen weiter in den Norden. Hier sind wir, glaube ich, ursprünglich hochgelaufen. Genau, weil hier ging es in den Berg hinein. Das heißt, hier müssen irgendwo die Banditen sein, die ich eigentlich verkloppen will. Ich finde wieder alles außer die, aber umso schöner. Nun gut. Das ist mir auch ein bisschen... Ja, ja, hier sind wir richtig. Da unten sind sie nämlich. Sehr gut. Natürlich müssen die Skeks hier auch leiden. Hier entkommt niemand. Damals sind wir sogar denen aus dem Weg gegangen. Die sind immer noch mit die beste Möglichkeit, an EP zu kommen, von Viechern her. Ne, weil die geben recht viel dafür, dass sie nicht stark sind. Gar kein Problem. Haben wir noch ein bisschen Pflanzen. Sehr schön. Kann man alles mitnehmen. Und da unten haben wir dann noch die Banditen. Müssten 3 oder 4 gewesen sein. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt überhaupt hin. Wenn nicht, wäre das ja ein bisschen witzlos. Jetzt, wo ich die Rache geschworen habe, muss ich sie auch ausüben. Genau, hier sind wir damals hochgelaufen. Um das Lager in der Mitte zu erreichen. Ach, das waren Zeiten. Hoppala. Ja, kein Fallschaden. Der kriegt natürlich auch noch auf den Deckel. Ein Schakal. Sind die auch hier in Edan schrägstrich auch besser? Ich dachte, die wären nur in der Wüste. Naja. Es ist, wie es ist. Nun zu meinem Vorhaben. Na ja, Pisser! Ein Kampf, da mach ich mit. Übrigens ist mir jetzt erst aufgefallen, dass wir ganz einfach in die Luft hätten jagen können. Aber es scheint auch so zu funktionieren. Ich habe keine Ausdauer mehr, ich habe keine Ausdauer mehr, ich habe keine Ausdauer mehr. Jetzt. Ja. Natürlich. Das hätte mir damals eigentlich auffallen müssen. Pio. Gegen uns hat niemand eine Chance. Und bumm. Und schon sind ein paar tot, ne? Einer lebt da oben noch. Schön, wie wir die jetzt eigentlich auseinandergenommen haben. Also sowohl wortwörtlich als auch im übertragenen Sinne. Ja, wir haben sie einmal zerkloppt, also auseinandergenommen. Wir haben sie auseinandergebracht. Und zwar sind nämlich zwei zu uns hochgerannt, obwohl wir schon längst wieder unten waren.
Da kamen sie nicht drauf klar. Die Deppen. Das heißt, wir konnten die schön nach und nach zerlegen. Und Heilpflanze, sehr schön. Und das hätte man dann vielleicht sogar schon vor, weiß nicht, etlichen Folgen versuchen können. Als wir sie das erste Mal getroffen haben. Da habe ich das aber gar nicht gesehen mit den explosiven Fässern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das entging mir damals irgendwie. Und sonst haben wir ja nichts. Außer ein Haufen EP. Da wäre übrigens noch ein explosives Fass gewesen. Also den kann man schon gut einheizen. Wenn man so will. Ansonsten, wie gesagt, das war eigentlich das Einzige, was mir so hängen geblieben ist. Was das Lager der Mitte und die gebirgsähnlichen hier Züge in. Die gebirgsähnlichen Gebirgszüge hier in Abessa, was mir noch so hängen geblieben ist. Gerade der Weg hier hoch. Das heißt, hier waren wir jetzt sogar schon. Also links vom Lager in der Mitte. Kann man sagen, waren wir schon mal ausgiebig. Im Norden waren wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen. Also hier. Da waren wir ganz sicher schon. Und da. So ein bisschen, glaube ich, ne? Heißt, in der nächsten Folge können wir uns aufmachen. Nach Ignadon, habe ich ja gesagt, Folge 150 ist Ignadon angesagt. Und wir sind sogar bald Level 26. Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Also ein bisschen EP kriegt man dann durch den einen oder anderen Gegner doch noch. Sehr gut. Dann würde ich sagen, düsen wir schon mal hin. Wie gesagt, der Rest wird noch besser, wenn wir dann irgendwann später auch noch ablaufen. Bei Gelegenheit. Übrigens haben wir wieder 14.000 Elixir dafür, dass wir so viel ausgegeben haben. Kommen wir wieder gut nach oben. Zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Nun gut, sind wir schon mal da. Diese Anlage muss wohl einst zur Wasseraufbereitung gedient haben. Schön, dass du das erzählst. Dennoch empfehle ich es nicht zu kosten. Danke, Falk. Nun gut, jetzt sind wir hier. So ein bisschen haben wir uns hier die Gegner schon mal angeschaut. Nicht allzu genau, aber immer ein bisschen. Heißt, wir werden hier weitermachen und werden dann mal das letzte, den letzten Kram, das letzte Elektronikteilchen, was auch immer, von Falk suchen. Das heißt, wir gehen genau dahin, werden auf dem Weg, so gut es geht, alles platt machen. Dann geben wir die Quest ab und nehmen wieder Ray oder vielleicht irgendwen anders mit. Vielleicht bietet sich aber auch an, dass wir Falk hier in Ignaton mitnehmen. Der kennt sich ja hier wahrscheinlich am besten aus. Auf jeden Fall heißt Folge 150 geballte 40 Minuten Ignaton. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.